Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cognigy AI Version 4.3 Release Webinar. In diesem Video geben wir in einer kurzen Live-Demo einen Überblick über die neuesten Cognigy AI-Funktionen und zeigen, wie und vor allem auch wofür die neuen Features genutzt werden können. Starten wir mit einem kurzen Blick auf die Agenda. Zuerst stellen wir Packages vor. Packages sind ein neues Feature, mit dem individuelle Cognigy AI-Ressourcen exportiert und auch wieder importiert werden können. Das vereinfacht die Migration von Assets zwischen virtuellen Agenten oder verschiedenen Umgebungen. Danach geht es ums Thema Live-Chat. Wir zeigen, wie man mit ChatWoot als neuem Handover-Provider die Live-Chat-Möglichkeiten von Cognigy AI einfach und schnell erweitern kann. Und last not least geht es um Cognigy Functions. Functions sind ein neues, mächtiges Werkzeug für Cognigy AI-Entwickler, insbesondere wenn es um die Integration mit externen Systemen geht. Sowohl in unserem Webinar als auch im 4.3er-Release sind noch viele weitere Neuigkeiten enthalten. Wie immer geben die Release Notes unter docs.cognigy.com einen vollständigen Überblick über alle Neuerungen. Für alle, die Cognigy AI noch nicht nutzen oder vielleicht noch nicht mit der neuesten Version arbeiten, empfehlen wir unsere Trial-Umgebung. Dort kann man mit Cognigy in der neuesten Version arbeiten und mit Hilfe unserer Onboarding-Tutorials und Videokurse alles lernen, was man zum Erstellen von Voice- oder Chatbots wissen muss. Für Fragen stehen meine Kollegen oder ich jederzeit und auch sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und damit viel Spaß mit dem Webinar. Schönen guten Tag, mein Name ist Alex und in diesem Video möchte ich Ihnen die Neuerungen der Version 4.3 des Cognigy AI-Produkts vorstellen. Alle Neuerungen, die ich in diesem Video jetzt zeigen werde, finden Sie auch in der Dokumentation unter docs.cognigy.com in den Release Notes. Des Weiteren finden wir beispielsweise in der Trial-Version die Links zu den Blogartikeln, in denen die neue Version beschrieben wird. Das erste Feature, welches neu dazugekommen ist, verbirgt sich hinter dem Drei-Punkte-Menü eines virtuellen Agenten in der linken Liste. Auf der linken Seite meines Bildschirms sehen wir die virtuellen Agenten, denen ich zugewiesen bin. Möchte ich nun die Agenten-ID kopieren, um sie beispielsweise für die API zu verwenden, kann ich nun auf einen Agenten gehen, auf das Drei-Punkte-Menü klicken und hier die Agenten-ID kopieren. Klicken wir einmal in diesen Projekt Alpha Development Agenten. Hier können wir nun sogenannte Packages verwenden. Unter dem Menü Verwalten finden wir nun die Funktion Packaging. Dies bedeutet, Pakete verschiedener Ressourcen zu erstellen, um sie herunterzuladen und beispielsweise in anderen Agenten wieder hochzuladen. In dem Menü des Bounds kann ich dementsprechend Flows, Lexica, Connections, NLU Connectors und sogenannte Funktionen einfach in ein Paket schnüren und herunterladen. Beispielsweise diesen Startflow. Klicke ich hier einmal rein, sehe ich eine SayNote. Die kann ich jetzt einfach mal verändern und schreiben, guten Tag, wie darf ich Ihnen weiterhelfen? Diese Änderung möchte ich nun bereitstellen. Dementsprechend klicke ich zurück in das Flows-Menü und auf dem Startflow gehe ich rechts auf die Seite meines Bildschirms, klicke auf die drei Punkte und kann nun hier als Paket exportieren anklicken. Sobald ich diese Funktion gestartet habe, wird im Hintergrund ein solches Paket erstellt. Sobald dieses Paket nun erstellt wurde, könnte ich es herunterladen als ZIP-Datei. Hervorragend. Das Paket wurde erstellt, ich habe die Meldung bekommen und kann jetzt hier auf diesen blauen Namen klicken. Und wie Sie sehen, wurde eine ZIP-Datei auf meinen Computer runtergeladen. Somit kann ich jetzt beispielsweise in das Projekt Alpha Produktion gehen und diese Veränderung dort einfügen. Ich klicke also auf Verwalten auf der linken Seite, auf Packaging und kann nun ein Paket auswählen.
Das Paket wird nun hochgeladen und nun werden die Informationen dieses Pakets aufgelistet. In dem Fall die Informationen des 1 Start Flow. Wir haben hier mehrere Sprachen, die ich jetzt auswählen könnte, da wir mehrere Locales haben in diesem Flow. Und ich kann sagen, ob die Ressource als Kopie importiert werden soll oder ob ich die aktuelle Ressource überschreiben möchte, genauso wie es bei einem Snapshot funktionieren würde. Ich sage, bitte einmal ersetzen. Ich klicke auf Importieren und nun wird die Ressource in Cognigy AI eingebunden. Perfekt, fertig. Klicken wir einmal hier in diesem Produktionsflow auf Start 1 und wir sehen, wir haben nun hier auch diesen guten Tag, wie darf ich Ihnen weiterhelfen Text. Perfekt. Das nächste Feature, welches dazugekommen ist, verbirgt sich im Einsetzen-Menü unter den Endpoints. Mit der neuen Version 4.3 kam nun ein neues Live-Chat-Tool hinzu, namens ChatRoot. Ein Open Source, dementsprechend kostenlos zu verwendendes Live-Chat-Tool mit verschiedensten Funktionalitäten, die das Live-Chat-Erlebnis verbessern. Beispielsweise können Agenten Notifications bekommen. Es gibt verschiedenste Umgebungen für den Live-Agenten, um ein Transkript einzusehen der vorherigen Konversation, um Kontaktdaten direkt miteinander zu verknüpfen und solches Transkript später auch anderweitig zu verwenden. Alle Informationen über Chatwood findet man unter chatwood.com. In Cognigy würden wir beispielsweise in einem Webchat-Endpoint, wie wir hier einen haben, unter den Handover-Einstellungen nun neben dem Cognigy Live-Chat auch Chatwood finden. Sobald Chatwood angeklickt wurde, können die benötigten Informationen hier eingefügt werden, um bei der Handover-Node zu Chatwood überzuleiten. Dementsprechend, wenn hier Informationen nun drinstehen würden und wir zurück in den Flow gehen, könnte wie üblich die Handover-Node verwendet werden. Wenn wir gerade in den Flows sind, würde ich gerne ein weiteres Feature zeigen, was dabei gekommen ist. Es handelt sich hier nämlich um E-Mail-Notifikationen. In der Vergangenheit kamen Nodes dabei, wie zum Beispiel Send SMTP-E-Mail mit verschiedensten E-Mail-Services, die man verwenden kann. Wenn man jedoch keine Zugangsdaten für solch einen E-Mail-Service hat und nur E-Mail-Notifikationen senden möchte, wie beispielsweise einen Newsletter oder das Transkript der Konversation, eine Bestätigung der Konversation, kann man in dem Fall auch eine Notification benutzen. Sie sehen direkt im Vergleich, wenn ich mal diese erste Node nochmal aufmache, dass die E-Mail-Notification aus weniger Konfigurationen besteht, nämlich nur der E-Mail-Adresse, die als Empfänger verwendet werden soll, das Subjekt, also den Betreff der E-Mail und den Text der E-Mail. Letztendlich wird auf dem System-Level, also auf dem Level der Installation des Cognigy AI-Produkts, diese E-Mail gesendet in einem Template, sodass eine templated E-Mail an diese E-Mail-Adresse gesendet wird. Eine weitere Neuerung, die direkt quasi ins Auge sticht, sind die Functions hier unten, wie hier einmal angezeigt in der sogenannten Beta-Version. Es könnte dementsprechend noch sein, dass sich in der Zukunft Kleinigkeiten verändern werden. Diese Functions sind sogenannte Code-Snippets, die neben dem Flow ausgeführt werden.
Sie machen also etwas parallel und dementsprechend asynchron. Dies können wir uns einmal in dem Development Agent angucken. Hier finden wir eine Example Function. Diese zum Beispiel verwendet jetzt einfach die Swappy API, also eine Star Wars API als Beispiel, und sucht nach einem Star Wars Charakter, wie beispielsweise Skywalker. Nach 5 Sekunden wird diese Information nun in das Gespräch gesendet und wir können dementsprechend auch Informationen loggen in den Cognigy Logs. Der Main Use Case dieser Functions ist, APIs anzurufen, die sogenanntes Long Polling benötigen. Wir müssen also immer wieder fragen, ob es Neuigkeiten gibt. Dementsprechend sparen wir uns jetzt sogenannte Middleware-Server, also irgendwelche kleinen Hilfsserver in der Mitte der Installation und können dementsprechend direkt die Functions verwenden im Produkt. Jede Function wird als eine eigene Instanz gestartet und läuft für maximal 15 Minuten. Dementsprechend könnten wir hier auch manuell einmal diese Example Function starten. Und wir würden sehen, hier links haben wir nun eine aktive Function mit verschiedenen Parametern gegebenenfalls. Das funktioniert jedoch auch in einem Flow. Beispielsweise könnte man jetzt im dritten Flow solch eine Function starten. Wir könnten eine Say-Note hinzufügen und dann eine sogenannte Trigger-Function-Flow-Note. Die Say-Note könnte sagen, eine Sekunde bitte. Und die Trigger-Function würde die Example-Function verwenden. In diesem Datafeld hier würden wir jetzt im sogenannten JSON-Format die verschiedenen Parameter übergeben. Beispielsweise irgendwelche Kontextvariablen, die im vorherigen Gespräch eingesammelt wurden. Dementsprechend könnte diese Function jetzt erfolgreich gestartet werden, ein sogenanntes onScheduled. Oder es könnte ein Fehler auftreten. Beides kann hier im Flow abgefangen werden. Ich klicke einmal auf Plus, würde hier jetzt eine weitere Say-Note hinzufügen und hier beispielsweise sagen, Funktion wurde erfolgreich gestartet. Hier könnte man natürlich jetzt etwas schreiben, damit der Nutzer weiß, okay, ich komme gleich zurück mit dem Ergebnis. Um diese Funktionalität bestens zu testen, kann man einen Endpunkt verwenden, wie beispielsweise diesen Test-Webchat. Gucken, dass wir hier mit dem dritten Flow sprechen. Perfekt, speichern, Webchat öffnen. Wir sehen, eine Sekunde bitte, Funktion wurde gestartet. Und jetzt, nach 5 Sekunden, kam die Antwort dieser Function, nämlich dass unser Star Wars-Charakter Luke Skywalker ist. Denn wir haben ja die Star Wars API angerufen und nach einem Ergebnis gefragt. Und dieses Ergebnis wurde jetzt quasi an den virtuellen Agenten gesendet, damit es direkt im Gespräch angezeigt wird. Die Informationen über solch eine Function, wie sie ausgeführt wurde, können unter Testen in den Logs eingesehen werden. So könnten wir hier beispielsweise sehen, was zurückgegeben wurde. Und falls Fehlermeldungen auftreten, könnten die hier auch eingesehen werden. Das letzte Feature, was ich sehr gerne zeigen würde, sind sogenannte NLU Warnings. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in der NLU, wenn ich hier einmal den Flow klicke auf die NLU, die Möglichkeit, sogenannte Rules, also Regeln zu definieren, die jedoch valide sein müssen. Und hier hätten wir zum Beispiel einen Intent Bestellung, den ich mal in Bestellung umbenennen kann, und eine Regel, wenn ABC gleich EFG, dann soll dieser Intent getriggert werden. Es könnte auch etwas sein wie, wenn die Nutzereingabe das Wort Bestellung beinhaltet,
dann soll dieser Intent immer ausgeführt werden. Ein regelbasierter Intent wäre das. Diese Regel ist jedoch nicht korrekt. Das werden wir gleich sehen. Es wird nämlich einmal der Intent gespeichert. Wir bauen das neue NLU-Modell und verwenden den Test-Chat, das Interaction-Panel, um hier einmal die Nutzereingabe zu simulieren. Und wir sehen eine Warnung, nämlich eine Cognigy NLU-Warnung. Und wenn ich diese aufklappe, sehen wir, dass dieses Format, welches wir hier verwendet haben, nicht valide war und wir es umändern müssten. Perfekt. Alle Informationen, nochmal als Wiederholung, die ich heute erklärt habe, finden Sie unter den Release Notes und im Help Center. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche viel Spaß bei der Verwendung des Produkts und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.